Ja gut, da wir schon dabei sind, in dieser zweiten Folge gibt es viel mehrere Kandidaten mit dabei. Und so viel Talent, das glaubt ihr gar nicht. Die Suche geht immer noch weiter, aber zuerst muss ich mich seine Schuhe. Hallo und herzlich willkommen zu meinen Vorbereitungen auf das Casting von Miss from Germany. Leider war das mitten in meiner Prüfungsphase, daher war mein Alltag nicht so spannend, aber ich habe euch trotzdem ein Stückchen mitgenommen. Ich sitze gerade hier von meinem Laptop und warte, dass ich in den Zoom-Raum reingelassen werde, denn ich habe gleich eine Abschlusspräsentation von einem Projekt. Ich bin gespannt, drückt mir die Daumen. Guten Morgen, ich habe morgen meine allerletzte Prüfung und deswegen ist heute nochmal ein Lerntag. Man sieht auch am Wetter, es ist nicht sonderlich schön. Deswegen ich frühstücke jetzt und starte dann in meinen Tag. So, ich gehe jetzt in meinen Frankenstück laufen. Genau, ich bin die Tamara Bark, bin 22 Jahre alt, studiere Medien- und Kommunikationsmanagement in Heidelberg, komme aber eigentlich aus München und genau, freue mich heute dabei zu sein. Hallo. Ja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, außerhalb von deinen Studien. Was machst du so gerne? Was sind deine Hobbys? Okay, genau, also ich mache relativ viel mit Freunden auch gerne. Ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs, habe jetzt auch einen Job als Social Media Managerin, beispielsweise als Werkstudentin noch. Ich mache sehr viel Sport gerne und reise auch extrem viel. Also mein großes Ziel ist mal Hawaii irgendwann. Genau, ich surfe gerne. Bin einfach generell sehr lebenslustig, sehr lebensfroh, viel unterwegs, viel mit Leuten unterwegs, möchte immer was Neues erleben, was Neues erreichen. Genau, einfach ein sehr neugieriger Mensch. Was ist deine größte Angst? Meine größte Angst? Tatsächlich irgendwann auf mein Leben zurückzuschauen und zu sagen, das hätte anders laufen können. Ja, das ist meine allergrößte Angst. Warum denkst du, du solltest Miss from Germany sein? Ich denke, ich sollte Miss from Germany sein, weil ich einfach gern zeigen möchte, wenn man etwas nur will, dann kann man auch alles erreichen, dass man sich selbst treu sein soll. Und das ist ja gerade das neue Konzept, dass man einfach man selbst sein soll. Und das möchte ich gerne zeigen. Genau. Cool. Dann, du weißt, dass zum Beispiel bei der Misswahl international und so, es geht um eine Mindestgröße. Du bist ja nicht so groß. Genau. Aber was kannst du dann sagen zu den anderen Mädchen, die denken, die haben ein bisschen mehr Chancen, weil die ein bisschen mehr groß als du sind? Dann sage ich, die Größe ist etwas, wofür ich nichts kann. Der Charakter, das bin ich. Genau, so ist cool. Perfekt, bravo. Okay, dann
Es ist eine Misswahl, ne? Also ja. Wir wollten auch sehen, wie deine Persönlichkeit ist und wie du bist. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt auch sehr, sehr wichtige Punkte, zum Beispiel, wie du auf der Bühne stehst. Ne? Mhm. Wir machen jetzt ein bisschen Musik an für dich und zeig uns, wie hättest du auf der Bühne vor Deutschland gemacht? Okay? Gelaufen oder getanzt? Gelaufen. Gelaufen. Wenn du tanzen kannst, genau. Okay. Ich präsentiere zum Beispiel, Luisa hat gemacht Miss Graduate. Habe ich gesehen. Genau. Dann, was hättest du da machen können? Ich hätte einfach gerufen, also kann ich leider gar nicht. Okay, wir machen ein bisschen Musik von dich an. Okay. Und dann kannst du machen. Sprichst du noch mehrere Sprachen als du Deutsch? Ich spreche außerdem noch Englisch fließend, Französisch und Spanisch habe ich auch gelernt. Hola! Oh. Hola, ¿qué tal? Was glaubst du ist dein bester Punkt? Mein bester Punkt ist auf jeden Fall meine offene, herzliche und warme Art. Also ich höre oft, dass ich auch relativ schnell von jemandem das Vertrauen gewinne. Und besonders dabei, dass ich meine Freunde immer bestärke. Also ich möchte nie irgendwen runtermachen und ich finde, das ist generell ganz wichtig. Gerade Frauen stehen immer in Konkurrenz gegeneinander. Das ist natürlich auch ein Wettkampf, aber man sollte trotzdem, finde ich, füreinander da sein und sich supporten. Also du hast es ja gerade selber gesagt. Wenn du jetzt international kompetierst, du hast so viele Mädchen da und die kommen alle für den gleichen Preis, die Krone. Glaubst du, das würde dich verändern, zwischen 80 Mädchen zu stehen? Und glaubst du, du würdest dich verändern, um auszustehen? Oder glaubst du, du kannst das selber machen? Niemals. Also ich möchte mich für nichts und für niemanden ändern. Ich bin ich und wenn ich nicht als ich gewinne, dann war es das vielleicht nicht, aber auf gar keinen Fall. Also niemand wird mir sagen, wie ich mich verhalten soll. Niemals. Ich muss nicht so viel überlegen. Bis wieder in der nächsten Runde. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You can be losers, set me free. You make me win every way. You show me how to spread my wings. Hi. Hi, ich bin die Luisa. Ich komme aus Almeldingen, das ist im Dreiländereck, Basel, Frankreich und also Schweiz, Frankreich und Deutschland. Ich bin 20 Jahre alt und für mich ist jetzt gerade ein Erlebnis, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ja, genau. Ja gut, erzähl uns ein bisschen über dich, deine Hobbys. Bei mir ist es OU, von daher. Also ja, genau. Luisa. Ja, genau. Okay. Also ich mache gerade eine Ausbildung, Restaurantfachfrau und bin fast am Ende, aber bin eigentlich sehr viel interessiert mit Mode oder Instagram und so Fashion. Und von daher dachte ich mal, ich nehme meine Chance, fange mal hier an und mal sehen, genau. Cool. Hast du noch andere Talente? Tanzen, singen? Also ich singe gern für mich. Aha. Aber ich würde sagen, ich habe schon eine schöne Stimme, okay. Aber so sicher bin ich jetzt auch noch nicht mit Singen. Okay. Und sonst bin ich halt eher jemand, der sportlich unterwegs ist. Ich habe halt sehr viel Basket, Fußball und Leichtathletik gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich sehe. Was macht dich eine gute Kandidatin für Miss from Germany? Ich finde quasi meine Geschichte, auch meine Herkunft und so weiter. Und meine Persönlichkeit, würde ich sagen. Okay, und was ist deine Geschichte? Also quasi, ich bin halt in Afrika geboren, wurde dann von Deutschen adoptiert mit 3. War dann im Kongo aufgewachsen, genau. Und dort habe ich halt Französisch gelernt, Deutsch gelernt. Und dann bin ich 2011 halt Frankreich und im Dreiländereck, genau. Und das ist halt quasi... Nice. Okay, bist du ein bisschen aufgeregt oder... Ja, schon. Okay, dann zuerst die Arme weg. Ja? Ja, zuerst locker. Ja, weil dann sehen wir, dass es gibt so wie eine
Spiegel hier, ja, weil du ein bisschen so ja zu bist, ne? Aber wir essen kein Mensch. Und ja, hast du ein bisschen Erfahrung mit Laufen? Also Erfahrung nicht, aber halt so im privaten Mann. Okay, ist privat. So, okay, dann ja, zeig uns ein bisschen, was du hast, okay? Ja. Also du weißt, dass die Gewinnerin vom MFG zu einem internationalen Wettbewerb geht. Ja. Was glaubst du, hast du, das dich verändert von all den anderen Mädchen, die auch international ein anderes Land repräsentieren? Also ich glaube von den halt Sprachen her, genau. Und dass ich quasi auch im Tourismusbranche arbeite und auch da halt mich entwickeln möchte, von daher auch mit den Connections. Und zwar, sie kann auch ein Vorteil sein. Na. Okay. Und Self-Growth immer und über mich selbst irgendwie auch lernen und Neues erfahren, ist auch dann ein Ziel. Ja, das ist sehr wichtig. Zum Beispiel, ich habe auch bei deinem Vorstellungsvideo, dass du bist eine Frau, die auf jeden Fall hübsch aussehen will, dass viel Zeit davor investierst, ne? Wie wäre dann, wenn wir sagen, okay, Luisa, wir müssen jetzt was anderes in dein Styling machen? Also ich bin immer offen. Mhm. Ich bin immer offen für Neues zu probieren, Neues zu machen. Das Einzige, wo ich vielleicht mehr überlegen muss, wäre dann meine Haare, wenn man halt meine echten Haare halt anfasst oder irgendwie was ändern soll. Aber sonst bin ich eigentlich immer offen. Cool. Und man klar lernt auch nur so, indem man halt aus seiner Komfortzone rausgeht und ja. Hast du Angst? Bisschen, weil ich weiß nicht, was mich erwartet, aber gleichzeitig bin ich neugierig und ja, mal sehen. Okay. Welche ist deine Stärke? Ich glaube, dass ich, wenn ich was will, gebe ich mich 100% und bin sehr determiniert. Und ich gebe halt nicht auf, solange ich das habe, was ich will oder was ich haben möchte, genau. Und welche glaubst du, war deine Schwäche? Meine Schwäche ist, dass ich mich leicht einschüchtere, quasi mit Konkurrenz und so weiter, dass ich halt selbst mich dann unterschätze, ist das Einzige, von daher, genau. Also wenn du jetzt international bist mit 80 anderen Mädchen, wie würdest du darauf reagieren? Also ich glaube, am Anfang macht es für jede Person ein bisschen Angst. Aber ich glaube, solange du dein Bestes gibst und zu dir treu bleibst und halt deine Stärken weißt, kannst du es überkommen. Weil ich glaube, jeder hat ein bisschen so Angst mit 80 anderen Mädchen und dann bist du so, die ist schöner. Aber solange du halt zu dir stehst und deine Stärken weißt, kannst du weit kommen. Also, wenn du jetzt die letzten 20, 30 Jahre anguckst, die meisten sind alle hellfarbig, blond, helle ja Augen. Was hältst du von diesem Stereotyp? Also, mich stört es ein bisschen, aber von daher glaube ich, das macht jetzt auch meine Stärke. Weil ich komme dann so vielleicht besser, man sieht mich dann auch vielleicht viel mehr. Von daher glaube ich, muss ich es ausnutzen. Und ich sage ja, Zeiten ändern sich jetzt auch. Von daher ist ein Schritt auch mehr halt in die Änderung, genau, weil ich bin jetzt auch nicht so relativ so groß oder so schlank und so weiter, aber genau. Also ich als Model Manager kann ich dir sagen, dass es gibt einen Markt für alles. Ja. Und jeder hat Möglichkeiten, jeder hat Talent, jeder hat Träume. Und Gott sei Dank, heutige Tage, da kann man echt diese Träume erfüllen, ja, egal deine Farbe, egal deine Religion, egal ob schlank oder groß oder klein, ja, das weil wir auch ab dieses Jahr haben kein Mindestgröße. Leider müssen wir noch mit den Eltern da ein bisschen ja aufpassen, aber
Wir sind immer offen für Vielfalt und auf jeden Fall, wir freuen uns, dass du hier bist mit uns. Und da muss ich dir sagen, dass du musst dann ein bisschen warten, weil dann die Entscheidung kommt. Dann alles noch, okay? Klar. Wir sehen uns gleich. Danke. Sehr gerne. Ciao, ciao. Wir haben ziemlich lange darüber geredet. In der Person, die ich entschieden habe, weiterkommt, sehe ich so eine große Differenz und die kann diesem Wettbewerb was anderes bringen. Das ist Luisa. Wir haben schon die ersten Kandidatinnen, die bei uns in der nächsten Runde weiterkommen. Ich hoffe, dass diese Erfahrung bei Miss from Germany auch schon ist. Ich freue mich jedes Mal, jedes Jahr, dieses Jahr, unser viertes Jahr in Deutschland. Ich komme aus Venezuela, das Schönheitsland, und ich kenne, wie das ist. Es ist sehr schwer und zum Beispiel nach 20 Jahren haben wir das nochmal geschafft, dass eine deutsche Kandidatin in der Top 20 dann eine Platzierung kriegt. Das bedeutet auch sehr viel für uns als Organisation und wir suchen auch dieses Jahr eine Mädchen, die die beste Position machen kann. Also oder genau wie Luisa oder noch weiter. I'm coming back stronger. Hallo, mein Name ist Kim Kelly. Ich zeige euch jetzt einen Teil aus meinem Leben, wie ich mich auf die Miss from Germany-Wahl vorbereite, wie mein Alltag aussieht, was meine Hobbys sind und wo mein Herz hinfällt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallihallo. So, das bin ich. Ich bin in Thailand und in Deutschland aufgewachsen. Ich liebe Tiere. Meine ganze Familie liebt Tiere. Wir unterstützen, soweit es geht und so gut wir können, immer wieder verletzte und ausgesetzte Tiere in Thailand. Ich für meinen Teil sehe Tiere als Familienmitglieder und Freunde und deshalb ernähre ich mich fleischfrei. Ich liebe gutes Essen und buntes Essen. Je bunter, desto mehr Ingredients, desto besser für meinen Körper. Apropos Körper, ich habe früher mal Cheerdance getanzt und konnte eine Menge dabei lernen und hatte mega viel Spaß dabei. Props gehen raus an die Plitzenmeier Cheerdancers. Außerdem probiere ich immer wieder gerne neue Dinge aus. Derzeit bin ich Schauspielstudentin und besuche daher fast täglich die Schauspielschule, wo wir viele interessante Fächer haben, wie zum Beispiel Fechten oder Stockkampf für die Vorbereitung für Action-Szenen. Neben den Fächern wie diesen haben wir auch theoretische Fächer, wie zum Beispiel Sprecherziehung, wo wir an der Sprechbildung arbeiten und verschiedene Sprechtechniken erlernen. Nach Unterrichtsschluss widme ich mich der Arbeit und der Vorbereitung auf die Miss from Germany-Wahl. Ich gehe in den Sport, ins EMS-Training, schenke meinem Körper frische Luft und gebe ihm verschiedenste Beauty-Routinen, wie zum Beispiel Zahnreinigung, Gesichtsmassagen, Maniküre, Pediküre und so weiter. Ansonsten habe ich als weitere Vorbereitung an einem Model- und Make-up-Workshop in einer Modelagentur teilgenommen und freue mich auf neue und weitere Herausforderungen. Hallo! Hi. Hallo, ich bin die Kim Kelly. Ich bin aus Mannheim, 27 Jahre alt und bin Schauspielstudentin. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Schauspielstudentin? Ja. Oh. Erzähl uns ein bisschen über dich. Ich bin halb Thailänderin und halb Deutsch. Oh. Sawadika! Sawadika! Ja, ich spreche auch die Sprache. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und bin auch halbjährlich dort aufgewachsen. Moment, Luisa, Raksamaki, Rangtimilaktini Quak, komplette Thaika. Es ist wirklich das Einzige, was ich auf Thailändisch sagen kann. Ja. Sehr gut, ja. Ja, also wie gesagt, bin halb dort, also halbjährlich dort aufgewachsen. Wir sind im Winter meistens rübergeflogen, ab Oktober bis April. Und meine Eltern haben dort eine Farm, unter anderem auch eine Sanctuary Farm, wo wir halt obdachlose Tiere immer sammeln und alles, was halt auf der Straße halt angefahren wird und verletzt ist, versuchen wir dann immer zu versorgen. Und meine Mutter, die kümmert sich darum. Und genau, da bin ich halt sehr viel mit vielen Tieren groß geworden und ab dem Frühling dann wieder hier in Deutschland gewesen. Ja. Sprichst du noch mehrere Sprachen? Englisch. Oh, sehr gut. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich tanze, ich habe Cheerdance gemacht 5 Jahre lang. Und klar, neben den Schauspielern habe ich natürlich auch immer noch das Bedürfnis, nebenbei halt die Castings und so weiter halt immer wieder up to date zu bleiben und übe dafür dann auch immer schön. Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit Tieren, muss ich sagen, weil ich sehr tierlieb bin
Und da gehe ich ab und zu gerne ins Tierheim, wenn ich Zeit habe, Gassi gehen. Ja. Hast du schon bei einer TV-Produktion was gemacht, einen Film oder sowas? Die, ja, also in Thailand habe ich unter anderem auch mal kommerziell gemacht. Und hier bin ich auch ab und zu kommerziell unterwegs. Aber ich habe das jetzt ein bisschen zurück in den, also habe was anderes fokussiert, nämlich die Schauspielschule, weil das erstmal an erster Stelle steht, die Ausbildung. Und ja. Okay, also deine Eltern sind Deutsche oder? Mein Vater ist Deutsch, meine Mutter Thailänderin. Thailänderin, okay. Ja. Was konntest du zu Mr. Nawat oder Miss Teresa auf Thai sagen? Chanyak Ben, Miss from Germany, ha. Oh, Sadika. Oh, nice. Ja, warum solltest du dann bei der Miss Ball teilnehmen? Weil es gibt viele Mädchen. Mhm. Und du konntest dann auch schon bei Miss Grand Thailand da mitmachen. Ja, also ich würde gerne gewinnen, weil ich gerne dann den Erfolg davon nehmen würde, um anderen eine Stimme zu geben, die ansonsten nicht so gesehen werden. Mhm. Zum Beispiel Tiere. Die können nicht sprechen, die sind auf uns angewiesen und da würde ich mich gerne für einsetzen. Glaubst du, du hast das Misspotenzial, das wir suchen? Ja, weil ich hübsch bin, weil ich mich darauf vorbereiten kann und weil ich immer darauf gezielt bin, was Neues dazuzulernen. Glaubst du, du hast das Potenzial, Deutschland eine neue Klassifikation im nächsten Jahr zu geben? Ja. Wieso? Ich glaube, man unterscheidet sich dann darin, dass man versucht, einfach so zu sein, wie man ist. Und ich glaube, dass einfach so zu sein, wie man wirklich ist, auch schon mutig genug ist. Bei Miss Grand International sehr wichtig ist diese Vorstellung von den Kandidatinnen. Also Luisa hat dann letztes Jahr gemacht. Ja. Miss Grand Germany. Ja. Was konntest du dann machen? Ja, gute Frage. Wenn ich den Titel gewinnen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch mich ähnlich präsentieren und dann halt auch ein Miss Germany. Cool, nice. Weil, ja, das ist ganz wichtig bei den Misswahlen momentan. Zum Beispiel, wir haben da den Pacharapon, Chantarapani, Miss Kratalan. Ja. Ja, richtig cool. In Thailand werden die dich sehr gut erkennen für die Organisation und all das. Mhm. Und deine Fans, die werden es lieben, wenn du versuchst, dich rauszubringen und etwas anderes zu bringen. Ja. Was ist denn das anderes, was du bringen kannst, was die anderen nicht bringen können? Ich glaube, dass das Selbstbewusste an mir im Vordergrund steht und ich dann auch dementsprechend das, was ich halt auch verwirklichen möchte, die Themen, die mir wichtig sind, das auch fokussieren kann und andere dabei auch mitziehen kann. Kannst du ein bisschen für uns laufen? Ja. Konntest ein kleines Moment für uns da warten draußen und dann wir holen dich noch mal rein, okay? Okay. Sawadika. Sawadika. Oh, I love it. Yeah. I love mango sticky rice. I love Thailand Essen. Also ich liebe es. Yeah. Es war sehr lecker dort und ja, Phuket, Bangkok. Ich liebe einfach Thailand und Thailand Smiles. Ja, lachen immer, genau. Genau, also es ist sehr schön. Und ja, ich glaube, du konntest auch Miss from Germany schon machen, wenn du weiter bist. Und dann, wir sehen uns dann in Berlin. Danke schön. Vielen Dank. Danke. Kapunka. Tada! You find me loser, set me free. You make me win.
Hallo. Hallo. Hi, ich bin die Maya aus Hamburg, 19 Jahre alt. Hab mich hier jetzt beworben, einfach mal so aus Spaß und wurde jetzt mal angenommen und bin gespannt. Ja, ich habe eine sehr gute Reichweite auf Instagram mit 20.000 Abonnenten. Unterhalte sie sehr gerne. Es macht mir Spaß, vor der Kamera zu sein, sage ich ganz ehrlich. Und ja, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Erzähl uns ein bisschen über dich. Was studierst du? Was sind deine Hobbys? Ja, sehr gerne. Also, ich arbeite als Küchenverkäuferin bei Möbelkraft in Hamburg. Und Hobbys habe ich jetzt nicht wirklich, außer dass ich gerne bei Instagram mal ein paar Fotos für meine Fans mache, dort ein bisschen unterhalte, das Übliche. Ja, ich muss kurz überlegen. Hast du Hochschuhe mit dabei? Ja, ich habe Hochschuhe mit dabei. Okay, kannst du die bitte anziehen? Das kriegen wir dann, ja. Okay, danke. Super. So, da bin ich wieder. Okay, Maya. Dann, du bist dann in den sozialen Medien sehr aktiv, genau. Ne? Und was sagst du dann deinen Followers? Also ich habe denen heute mal berichtet, dass ich heute das erste Mal auf einem Model-Shooting bin. Hatte ich auch noch nie erlebt. Und die feiern das, ja. Also die wollen dann natürlich ein bisschen mehr sehen, ja. Cool, das ist cool. Also bei uns ist ja nicht so Model-Shootings, das ist bei uns ein Misswahl. Was ist für dich eine Schönheitskönigin? Eine Prinzessin, die komplett ein richtig schönes Kleid anhat. Mit einer Krone oben drauf. Also, ja. Also, nur damit du es jetzt weißt. Schönheitswettbewerb ist, ja, es kommt nicht total auf die Schönheit drauf an, es kommt mehr auf die Person drauf an und was die Person uns bringen kann. Eine Schönheitskönigin für ein paar Leute ist es, für ein paar Personen ist es jemand, den sie gucken können und als Vorbild aufnehmen können. Und ja, sie hat dieses ganze Prinzessinnenkleid und Krone und Schärpe. Ja. Meine Krone ist heute nicht hier. Alles gut. Aber das ist eine Person, die diese Organisation international repräsentiert wird auf dem Laufsteg und das Modeln ist einfach etwas, was auch noch dazu gehört, aber das ist nicht das Prinzipale hier. Kannst du ein bisschen für uns laufen? Ja, also meine Familie unterstützt mich, gerade mein Bruder, der ist extra heute mitgekommen, hat sich ein paar Tage freigenommen, damit er mein YouTube-Video quasi zusammenschneidet und ja, das ein bisschen aufnimmt für die ganzen Fans, die das danach sehen wollen. Stell ihn doch uns ein bisschen mal vor. Ja. Hi. Also, das ist mein Bruder, der ist 18 Jahre alt, lebt noch mit meiner Familie zusammen. Ja, der begleitet mich mal heute mit und filmt das ein bisschen für YouTube. Hast du auch Talent? Also ich glaube nicht. Nee, gestern Abend sind wir zusammen hierher gefahren. Da habe ich hier unterstützt mit dem Koffer und so. Ein bisschen beraten, wie sie aussieht, wie sie sich kleidet und so, ja. Cool. Okay, dann kannst du hier kommen. Denkst du, dass du hast diese Potenzial? Ich denke ja. Also ich habe sehr viel Selbstvertrauen. Ich bin klar aufgeregt, sehr sogar. Das erste Mal so, aber ansonsten, ich würde das schaffen, ja. Also ich habe da keine Zweifel, das nicht zu hinbekommen. Also nicht zu, oh Gott, nicht zu gewinnen, oh Gott. Sprichst du eine andere Sprache, nicht nur Deutsch? Ja, Serbisch. Also ich komme aus dem Balkan gebürtig und lebe nur in Deutschland, aber ich kann zwei Sprachen. Ja. Sprichst du auch Englisch? Ich glaube mal, die Grundkenntnisse müsste man wissen, alles andere, also fließend jetzt nicht wirklich, aber man versteht es. Also, okay, gut. Was glaubst du ist dein stärkster Punkt und welcher ist dein schwachster Punkt? Mein stärkster Ehrgeiz, also wenn ich mir ein Ziel setze, habe ich es auch wirklich vor Augen, also ich fokussiere mich wirklich auf mein Ziel. Mein schwächster, ja, ich bin sehr emotional, also es kann mich halt wirklich sehr treffen, also nicht weiterzukommen. Das wird mich schon ein bisschen verletzen, aber im Endeffekt ist es dann so, wie es halt ist. Also mir ist ja jetzt aufgefallen, dass du warst hier, weil du modeln wolltest. Und jetzt bist du hier wegen dem Schönheitswettbewerb. Du wirst die Welt total lieben, den Schönheitswettbewerb, oder du wirst die total hassen. Was sind deine Vorstellungen für
wenn du ins Finale kommst und dann auf dem Laufsteg bist mit allen den anderen Mädchen in den typischen Prinzessinnenkleidern. Meine Vorstellung dabei ist, dass die Menschen mich ansehen, sagen, wow, das ist eine hübsche Frau, die hat was drauf, da will ich mehr sehen. Und klar, die anderen Mädchen sind dabei, Konkurrenz ist immer da. Aber ich würde es jedem gönnen, mit auf dem Laufsteg bei mir zu sein oder auch andersrum. Alles klar, Maya. Ich glaube, dass du Potenzial hast. Aber trotzdem müssen wir noch ein bisschen unterhalten und dann werden wir dann unsere Entscheidung dann mitteilen. Ja. Okay? Dann ein bisschen warten dann im Warteraum und wir sehen uns gleich. Super, danke schön. Danke. Hallo! Also, wir sind jetzt mit den Castings fertig und ihr habt das alles super toll gemacht. Ich bin total zufrieden mit euch und jetzt kommt die Entscheidungen. Wir sehen euch gleich in einem anderen Raum. Ganz ruhig, keine Besorgung und good luck. Dankeschön. Hi. Vielleicht, aber kein Zufall, dass du hier heute bist. Und ja, wir können sagen, dass vielleicht hat es noch nicht so viel gereicht. Aber das ist nicht, wieso es ist. Weil ich glaube, du solltest auf jeden Fall. Und ich glaube, dass du konntest so weit kommen. Wir sehen uns dann in Berlin. Ja, ja. Oh, danke, Mama. Wir sehen uns in Berlin. Bitte schön. Oh Gott. Oh, nice, danke schön. Ja! Ja! Und Miss? Miss Grant? Yes! So, herzlichen Glückwunsch. Und ja, danach vielleicht ist eine von euch unsere Miss Grant Germany 2022. Bei uns, es geht nicht nur um, wie schön du aussiehst, dass du Deutsche aussiehst, weil sie sehen nicht so deutsch aus. Und ja, wir arbeiten sehr viel dran, aber bei uns ist es schwer, ja. Nee, ich komme aus Venezuela. Aber Sie können so ein bisschen Spanisch, ne? Ja, ich spreche Spanisch. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sie spricht auch Spanisch. Ah, hola, ¿cómo estás? Ja, also es ist schwer, zum Beispiel für uns auch Nein zu sagen, aber leider, das ist eine sehr lange, aber auch kurze Reise und es gibt nicht so viel Zeit zu verbessern. Also wir sehen uns dann fast in einem oder eineinhalb Monat in Berlin für die nächste Hürde, das ist das Workshop. In dem Workshop dann haben wir ein bisschen Training, also nicht so viel, aber ein bisschen Training. Weil am nächsten Tag, also das ist Samstag und Sonntag, an Samstag Training, an Sonntag ist dann der First Challenge für die Kandidatinnen, okay? Und dann ist wieder nochmal eine Sache, wie viele Mädchen weiterkommen. Leider mussten wir uns schon von der ersten Kandidatin verabschieden. Aber wir können nicht alle mit zur nächsten Runde mitnehmen. Genau deswegen musst du nächste Woche wieder einschalten, weil wir haben mehr Kandidatinnen, mehr Potenzial. Mal gucken, was so passiert. Ich bin Luisa Victoria Malz, Miss Grand Germany 2021 und euer Host für diese Saison von Miss from Germany, die Castingshow.